Dinosauriernamen sind ab jetzt rassistisch. Na okay, scheiß drauf. So ihr Lieben, ich habe mir erst gestern zur Aufnahme dieses Videos Godzilla aus dem Jahr 1954 nochmal angeschaut. Das heißt den allerersten Godzilla-Film, der noch im schönen Schwarz-Weiß dargestellt wurde. Und wie kam ich auf die Idee? Naja, weil wir öfter mal die Diskussion haben, sowohl in den Kommentaren unten als aber auch live auf Twitch, wo du auch gerne mal vorbeischauen könntest. Den Kanal habe ich dir mal in der Beschreibung unten verlinkt. Da diskutieren wir eigentlich jedes Mal live über dieselben Themen. Und öfter mal wird dann ein Thema angesprochen, wo ich zum Beispiel sage, ey, ich freue mich darüber, wenn sogar ein Film wie Godzilla Kong irgendwie eine etwas tiefere Geschichte hat. Dabei rede ich nie von irgendeiner Geschichte wie Inception oder irgendwas, was dir wirklich dann dieses typische Mindblowing, diesen Effekt hervorruft. Nein, aber ich rede einfach von einem Film, der auch wirklich ein bisschen Konsistenz hat. Dasselbe habe ich auch bei den Jurassic-Filmen und deswegen bin ich kein Riesenfan von den Jurassic World-Filmen, weil ich die immer wieder in den Kontrast setzen muss zum allerersten Jurassic Park-Film, der nämlich genau das gemacht hat, der uns eine schöne Geschichte gezeigt hat mit einer Fragestellung, wo man auch ein bisschen mitdenken muss, ohne aber dann zu komplex zu werden. Und ihr schreibt mir immer wieder, ja Tobi, komm, aber Godzilla Kong braucht keine Geschichte, ich will da einfach nur Kaiju bum 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 sehen und du hast ja keine Ahnung, im Kaiju- und Godzilla-Universum, da ging es noch nie um irgendwelche Stories und Menschen, da ging es schon immer nur um die Monsterkämpfe. Und ich habe mir irgendwann gedacht, das ist falsch, das ist totaler Dünnpfiff, denn der allererste Godzilla-Film vereint genau die Dinge, die ich euch eben gerade am Anfang dieses Videos hier genannt habe. Und deswegen wollte ich mir den Film nochmal anschauen und da einfach mal ein Review darüber machen, dass vielleicht ein paar von euch, die den Film auch möglicherweise überhaupt nicht kennen, jetzt mal wirklich hören, was denn wirklich die Wurzel von Godzilla ist, was denn wirklich der Ursprung dieser ganzen Mythologie ist. Und danach könnt ihr selber entscheiden, ob ihr immer noch sagt, oh, Godzilla hat noch nie was mit Story zu tun gehabt, das war schon immer nur klopp, klopp, klopp. Kleiner Spoiler, nee, hat's nicht. Die Wurzel von Godzilla ist logischerweise der allererste Film von Godzilla und den habe ich mir, wie gesagt, jetzt angeschaut gehabt, gestern zur Aufnahme dieses Videos und da sind mir auch so ein paar Sachen aufgefallen. Deswegen werde ich hier jetzt zum einen eine Review zum allerersten Godzilla-Film aus 1954 für euch abhalten und zum anderen werde ich mal darauf eingehen, inwiefern dieser Film oder anders gesagt, inwiefern Godzilla Minus One möglicherweise einfach nur ein faules Remake vom allerersten Film ist. Stimmt diese Aussage oder eben nicht? Wir bearbeiten das alles jetzt hier in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Bevor das Video losgeht, will ich euch noch ganz kurz hier darauf hinweisen, dass es jetzt in Zukunft und bevor ihr jetzt einen Herzinfarkt bekommt und wieder in die Tasten reinschreibt, muss das jetzt wirklich sein. Es wird einen dritten Kanal geben zum Thema Unknown Kaijuverse. Ja, tatsächlich habe ich mir die gesamten Analytics von beiden Kanälen nochmal angeschaut und es fällt eben einfach auf, dass der Reaction-Kanal logischerweise dann am besten läuft, wenn dort Reactions hochgeladen werden. Auf dem Hauptkanal habe ich jetzt vor kurzem aus Versehen auch nochmal eine Reaction hochgeladen, die inzwischen wieder auf den Reaction-Kanal umgeswitcht wurde. Und da ist mir aufgefallen, dass Reactions auf dem Hauptkanal überhaupt nicht funktionieren, was auch Sinn ergibt. Denn die meisten von euch abonnieren ja dann diese Kanäle auch wirklich anhand der Themen. Das heißt, wenn jemand jetzt sagt, ey, auf Reactions habe ich überhaupt gar keinen Bock, dann wird die Person den Reaction-Kanal nicht abonnieren. Andersrum allerdings genauso, wenn jemand jetzt sagt, ey, ich habe vielleicht nur Bock auf Reactions, der andere Kram ist mir eigentlich egal, dann werden diese Personen den Reaction-Kanal am ehesten abonnieren. Dann gibt es ebenfalls auch noch die Leute, die einfach beide Kanäle abonniert haben. Was allerdings hierbei auffällt, ist, egal auf welchem Kanal ich den Godzilla oder Jurassic World, Jurassic Park Gaming Content hochlade, den wir auf Twitch live zocken, die Videos kommen immer total schlecht an. Das heißt ja, ab jetzt ist offiziell auch der Unknown Kaijuverse Gaming Kanal aktiv auf YouTube. Link dazu findest du hier oben oder da oben, da oben müsste das sein. Da kannst du gerne mal draufklicken, in der Beschreibung unten ist der Kanal ebenfalls noch verlinkt. Da werden jetzt in Zukunft auch alle unsere Twitch-Livestreams Games, also wenn wir da eben Spiele zocken, hochgeladen werden. Und das hört sich vielleicht immer erstmal so ein bisschen dumm an, auch jetzt muss ich schon wieder einen dritten Kanal abonnieren. Und ihr wisst ja, ich mag das auch nicht, wenn man dann da und da verschiedene Plattformen benutzen muss. Nur müsst ihr jetzt hier keine verschiedenen Plattformen benutzen. Das Ganze ist weiterhin auf YouTube und ihr zahlt dafür logischerweise auch kein Geld. Das heißt, ihr könnt die Kanäle jetzt wirklich separat so abonnieren, wie ihr eben sagt,
da habe ich Bock drauf, das finde ich geil. Oder ihr könnt eben auch einfach sagen, ey nee, das Gaming-Zeug will ich überhaupt nicht sehen. Dann werdet ihr diesen Kanal auch einfach nicht abonnieren müssen. Ich sehe auf jeden Fall einen riesen Vorteil darin und ja, das eben jetzt nur ganz kurz zu Beginn. Des Weiteren ebenfalls noch als Hinweis, es wird in diesem Video Spoiler zum allerersten Godzilla-Film geben. Das sollte aber nicht so schlimm sein, denn der Film ist jetzt wirklich schon ein paar Jährchen alt und wir müssen einfach hier auf ein paar Dinge eingehen. Im gesamten Film wichtig ist hierbei zu erklären, dass ich ebenfalls auch das Ende mal anreißen werde. Das heißt, ja, hier wird es dann wirklich komplette Spoiler durch die Bank weggeben. Den allerersten Godzilla-Film habe ich sogar in einem Video schon mal mit dem ersten Jurassic Park-Film in so einen schönen Kampf reingesetzt. Welcher von beiden ist besser? Und tatsächlich passen diese Filme wirklich relativ gut zueinander. Denn beide Filme bauen etwas auf, was gleichzeitig auch eine Warnung durch die vierte Wand hindurchsetzt. Bei Jurassic Park war es eben die Warnung vor Biotechnologie oder vielleicht eher die Warnung vor einer Art von Forschung, die eben zu weit geht, bei der wir uns, wie Dr. Ian Malcolm selbst gesagt hat, eher Gedanken darüber machen, ob wir Dinge schaffen können und nicht, ob wir es wirklich tun sollen. Godzilla hingegen setzt eine ganz klare Warnung gegen die Macht der Atomkraft in seinem Film um und Godzilla hat ihn hierbei mehr oder weniger als ungeheure Metapher für die ganze Nummer. Der Film beginnt mit einer wahren Begebenheit, tatsächlich basiert der Anfang, also die allererste Szene von Godzilla, auf einem Ereignis, das wirklich passiert ist. Wir sehen zu Beginn des Films ein Boot oder ein Fischerschiffchen, das da auf dem Meer irgendwo in Japan herumdümpelt und plötzlich sieht man im Wasser, wie so Wellen erscheinen. Die Wellen fangen an, hell zu leuchten, plötzlich hören wir einen lauten Knall und das Boot geht unter. Im Film wird das Ganze so erklärt, dass dieses paranormale Phänomen dann später auf Godzilla zurückzuführen ist. In Wirklichkeit ist die Nummer ein bisschen anders gelaufen. Der Name des Schiffes im Film, den habe ich dir gerade mal hier eingeblendet, ist derselbe Name wie des Schiffes, das es ebenfalls in der Wirklichkeit gegeben hat. Und zwar wurde dieses Schiff bei einem Atombombentest aus Versehen in Mitleidenschaft gezogen und naja, die gesamte Besatzung wurde daraufhin verstrahlt und kam über die Jahre hinweg mit verschiedenen Krankheiten, zum Teil auch kleinen Mutationen, dann irgendwann zu Tode. Das heißt, wir beginnen jetzt diesen Film wirklich mit einem Ereignis, welches zur damaligen Zeit noch relativ aktuell gewesen ist und bauen das nun eben in diese gesamte Geschichte mit ein. Nachdem dann dieses Boot untergegangen ist, beginnt die Regierung damit zu versuchen herauszufinden, was denn wirklich hinter der ganzen Nummer steckt. Denn nach und nach verschwinden immer mehr Boote genau an derselben Stelle. Das Ganze ist quasi, ja, vielleicht so eine ungewollte Anleihe ans Bermuda-Dreieck. Ich glaube, das war gar nicht der Gedanke dahinter. Es fühlt sich zumindest so nicht an, wenn ich jetzt aber gerade drüber rede. Es ist zumindest so ein Ort, an dem immer wieder Boote untergehen und Schiffe untergehen und nach kommen dann Überlebende wieder an Land. Die werden an Land gespült, haben dann auch Verbrennungen am ganzen Körper, sind wirklich total verwirrt und beginnen dann nach und nach auch zu erzählen, was sie denn da draußen wirklich gesehen haben. Und sämtliche Überlebende berichten von einer Kreatur, die dort im Wasser lebt. Und einige dieser Überlebenden schaffen es dann auch an Land zu kommen und zwar an Land einer bestimmten Insel, wo es noch einen Mythos gibt. Dieser Mythos wird nicht mehr wirklich geglaubt. Also auch hier wird immer wieder geredet von, ja, der Gojira, der ist irgendwo im Wasser und dann sagen auch andere, ach komm, das ist doch einfach nur ein Mythos. Und dieser Mythos, der jetzt hier eben aufgebaut wird, da will ich ganz kurz mal drauf eingehen, denn viele kritisieren ja an Roland Emmerichs Godzilla von 89, der ja wirklich als Godzilla-Film vielleicht ein bisschen versagt hat, aber als Film an sich, ich mag ihn zumindest, da wird öfter kritisiert, dass das eine extrem dämliche Geschichte ist, dass Godzilla hier einfach nur Fisch fressen will. Das finden viele einfach doof, ist ein bisschen witzig, auch ein bisschen goofy. Das basiert tatsächlich aber auf diesem Mythos aus dem allerersten Godzilla-Film, denn wir erfahren dann, kurz nachdem eben die Inseleinwohner die paar Überlebenden an Land geholt und eben gerettet haben, dass der Mythos damals besagt hat, dass der Godzilla an Land kommt, sobald es keinen Fisch mehr im Wasser gibt. Also sobald die Fischer keine Fische mehr an Land ziehen und eben die Netze nur noch leer sind, wäre das das erste Indiz dahin, dass der Godzilla jetzt langsam aus dem Wasser emporkommt. Denn er sucht eben Nahrung und um Godzilla dann zu besänftigen, hätte man sogar früher, also das haben die in dieser Geschichte wohl wirklich früher gemacht, hätte man früher eine Frau auf einem Floß aufs Meer hinausgeschickt, um den Godzilla zu besänftigen. Das heißt, hier haben wir schon mal ganz kurz den Ursprung von Roland Emmerichs Godzilla oder der Idee mit dem Fisch aufgegriffen. Das sagt Emmerich sogar selber mal ganz kurz in einem Interview, dass ein Grundgedanke von ihm dabei wirklich
war, darauf mehr Bezug zu nehmen. Wie die Umsetzung jetzt war, darüber können wir streiten. Aber das macht, finde ich, diese ganze Nummer mit dem Fisch aus dem Film dann doch wieder ein bisschen nachvollziehbarer, wenn man eben diesen Fakt weiß. Wir haben jetzt also die Situation, dass wir einen Mythos aufgebaut bekommen. Und ich mag das ja mit diesen Mythen. Ich finde das immer ganz interessant, wenn man irgendetwas langsam aufbaut und dann wird dieser Mythos aber nach und nach etwas klarer. Das machen sie hier in diesem Film nämlich auch. Wir finden heraus, dass der Godzilla wohl schon wesentlich älter ist, als diese Legende an sich überhaupt besteht. Und zwar stammt Godzilla im allerersten Film aus der Jurazeit und ist ein Dinosaurier. Ja, hier ist nicht die Rede von Kaiju oder eben Titan. Hier wird sogar, glaube ich, habe es zumindest nicht mitbekommen, kein einziges Mal darauf eingegangen, warum Godzilla überhaupt so groß ist, wie er groß ist. Und das wird hier einfach so dargestellt, als wäre das eben irgendwie eine Art von Dinosaurier-Spezies, die einfach eben diese Größe gehabt hat. Da gab es dann keine Erklärung von wegen, naja, der hat in der Hohlerde gelebt oder irgendetwas. Nein, dieses Tier stammt aus der Jurazeit. Und zwar ist das im Film so gewesen, dass Godzilla die ganze Zeit über unter der Wasseroberfläche gelebt hat. Es wird nicht von Tunneln geredet, aber er hat wohl irgendwie in bestimmten Riffen oder ganz weit unter dem Wasser eben gelebt und existiert und ist erst dann an die Oberfläche gekommen oder wieder aufgewacht. Stimmt, Moment. Nein, die Geschichte war so, dass dieser Godzilla einfach einen jahrtausendlangen Schlaf vollziehen wollte. Godzilla hat also unter der Wasseroberfläche jahrelang geschlafen. Naja, jahrelang ist noch untertrieben, also seit der Zeit der Dinosaurier. Er hat sehr wahrscheinlich sogar das Aussterben der Dinosaurier einfach mal verpennt und ist dann erst wieder aufgewacht, als die Menschen begonnen haben, Atomtests zu machen. Und diese Atomtests wurden ja eben auf dem offenen Meer vollzogen, deswegen ist auch das Boot am Anfang da eben mit Leidenschaft gezogen worden. Und dadurch ist Godzilla erst wieder aufgewacht. Und als Godzilla das allererste Mal an Land kommt, da sehen wir als Zuschauer noch gar nicht, was wirklich passiert. Also wir hören dann erstmal nur diese Schritte, die dann da übers Festland drüber stapfen, diese Holzhütten krachen in sich zusammen und dann kommen einen Tag später dann schon die ersten Journalisten vorbei und eben auch Leute, die, ich wollte jetzt gerade sagen vom Gesundheitsamt, das ist aber Quatsch, Leute auf jeden Fall, die mit so Strahlungsmessgeräten ausgerüstet sind. Und die dann eben herausfinden, dass bestimmte Gegenden auf dieser Insel radioaktiv verstrahlt sind. Dabei finden sie allerdings auch bestimmte Krabbenarten, die aus der Jurazeit stammen und die durch Godzilla eben mit an Land gebracht wurden. So kommen sie dann ebenfalls auf die Theorie, naja, dann wird Godzilla ebenfalls auch aus der Jurazeit stammen, denn ebenfalls wurde Sand von diesen Krebsen oder von diesen Krabben und von Godzilla an Land getragen und dieser Sand stammt ebenfalls aus der Jurazeit. Ey, kommt es nur mir so vor oder sind Stories heutzutage nicht mehr so clever miteinander kombiniert? Und das ist jetzt wirklich kein großes Kunststück. Aber hier wird einfach erstmal gesagt, Godzilla ist ein Dinosaurier aus der Jurazeit. Danach wird er noch kurz dargelegt, woher man das eben weiß. Und ich finde die Antwort, naja, weil das Vieh eben Sand oder auch Lebewesen mit an Land gespült hat, mit sich zusammen, die aus derselben Epoche stammen. Das ist irgendwie so ein 1 und 1 macht 2 Ding. Ich finde das cool, dass das so kurz erklärt wird. Du kannst auf jeden Fall nachvollziehen, warum die Menschen auf den Trichter kommen, dass Godzilla eben aus der Jurazeit stammt. Dabei haben wir dann auch so ein paar coole Aufnahmen im Hintergrund, die uns gezeigt werden von Dinosauriern. Und ey, da muss ich immer schmunzeln. Ich liebe es ja total, wie Dinosaurier noch damals dargestellt wurden. Ich meine, der Film ist erschienen 1954 und die Dinosaurier, die wir hier im Hintergrund sehen, das war wirklich damals der aktuelle wissenschaftliche Stand. Man dachte, so sehen Dinosaurier aus. Und Godzilla ist auch wirklich ein Abbild eines Dinosauriers im Endeffekt. Man dachte ja wirklich, dass die alle sehr aufrecht gelaufen sind. Und das finde ich einfach unfassbar charmant. Ich liebe diese Zeiten von damals mit diesen alten Büchern. Da habe ich auch noch ganz viele hier, wo Dinosaurier noch alle aufrecht gelaufen sind. Der T-Rex war einfach nur durch die Bank weg böse. Da finde ich irgendwie sehr, sehr charmant und dann auch sehr lustig, das Ganze eben mal so zu betrachten. Also wir haben dann jetzt auch hier ein paar Spezialisten an Land, die dann eben damit anfangen herauszufinden, dass es bestimmte Areale auf der Insel gibt, die eben radioaktiv verseucht sind. Und irgendwie geht man noch davon aus, dass das ganze Dorf in sich zusammengestürzt ist, weil da ein riesen Sturm drüber hinweggefegt ist. Und das stimmt sogar fast, also da war auch dann ein Sturm parallel dazu, als Godzilla aus dem Wasser gekommen ist. Und auch hier wieder dieses 1 plus 1 ist gleich 2. Da ist ein Sturm, die Häuser krachen zusammen. Alle gehen davon aus, das war auf jeden Fall der Grund. Und dann kommen die aber langsam so auf die Schliche, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Denn
Es werden dann bestimmte Wasserquellen und Brunnen unter die Lupe genommen. Und diese Wasserquellen sind zum Teil radioaktiv verseucht. Und dann wird eben davon ausgegangen, naja, aufgrund der ganzen Atomtests, die wir halt im Wasser gemacht haben, ist dann sehr wahrscheinlich die Wolkendecke und der Himmel ebenfalls radioaktiv verseucht. Und deswegen kam dann da eben saurer Regen runter, der dann logischerweise auch die gesamten Quellen verseucht hat. Nur stimmt das halt nicht ganz. Denn es sind nicht alle Quellen verseucht. Und das wird dann ebenfalls noch adressiert, dass dann gesagt wird, ja, es kann aber irgendwie nicht der Regen gewesen sein, weil es hat ja hier überall geregnet. Warum ist dann dieser Brunnen oder diese Quelle hier verseucht und die ganz da hinten nicht, obwohl es da auch geregnet hat? Und kurz darauf sehen wir so eine Szene, die wirklich dafür, dass der Film schon so alt ist. Und wir kommen nochmal auf das Thema Schwarz-Weiß gleich zu sprechen. Das sieht wirklich unfassbar gut aus. Die Kamera sitzt dann irgendwann sehr statisch natürlich. Wir haben hier relativ wenig Kamerabewegung. Das meiste ist eben dann doch sehr statisch. Die aber auf einem Hügel steht und runter auf die Küsten zeigt. Und dann sehen wir wirklich diese Fußabdrücke, die vom Dorf ins Wasser gehen. Mit so einer Riesenspur noch hinterher, wo Godzilla eben einfach seinen Schwanz hinterher gezogen hat. Und die Menschen finden eben heraus, ja, komischerweise ist die Radioaktivität genau da am stärksten, wo eben diese Spuren zu finden sind. Das heißt, überall, wo Godzilla langgelaufen ist, ist die Radioaktivität mit am höchsten. Sprechen wir mal ganz schnell über das Schwarz-Weiß-Thema. Das ist so ein Ding, das muss man dem Film irgendwie abkönnen, wenn man den guckt. Ich habe damit null Schwierigkeiten. Ich mag sowas zum Teil tatsächlich und finde auch, bei diesem Film hier macht es unfassbar viel Sinn, dass der in Schwarz-Weiß ist. Gerade weil er so alt ist, fallen deswegen bestimmte Tricktechniken nicht ganz so extrem auf. Das ist jetzt kein Highlight CGI Super Avatar Film. Ich meine, er ist aus dem Jahr 1954. Aber trotz allem gibt es hier bestimmte Stellen, wo man wirklich ganz genau weiß, okay, wenn das jetzt hier in Farbe wäre, würdest du auf jeden Fall wesentlich mehr sehen, dass das da jetzt ein Greenscreen ist und das hier eben ist, naja, eben echt. Gerade wenn man dann auch das erste Mal Godzilla sieht, fällt das eigentlich nicht mal so krass auf, dass das wirklich ein Typ in einem Dino-Kostüm ist, der vor einem Greenscreen steht wie ich, der einfach nur großgezoomt wurde und dann an die Küste hinten dran gesetzt wurde. Das geht einigermaßen und du hast hier ein paar Szenen, wo ich wirklich sage, da profitiert der Film durch das Schwarz-Weiß generell davon. Wir kommen zum Ende des Videos nochmal dazu, warum das Schwarz-Weiß hier nochmal wesentlich heftiger reinkickt als die Farbversion. Ich meine, es gibt auch so eine Recolored-Variante, habe ich mir noch nicht angeschaut, muss man auch nicht, bin ich der Meinung, aber ja, so viel eben nur zum Thema Schwarz-Weiß. Jetzt kommen wir zu einer Szene, da habe ich so eine Schwierigkeit mit gehabt, also logischerweise, denn die Szene ist komplett auf Japanisch, ohne deutschen Untertitel. Ich habe mir den Film auf Amazon Prime damals gekauft. Der ist, glaube ich, aktuell sogar komplett kostenlos in Amazon Prime zum Gucken. Und da habe ich eben die deutsche Variante gesehen, die uncut ist. Bei uns war der Film damals geschnitten gewesen an den seltsamsten Stellen. Also es wurden eigentlich nur Dialoge und Debatten rausgeschnitten, die für den Film eigentlich gar nicht mal so unwichtig sind. Das heißt, ihr schaut den Film komplett auf Deutsch und dann irgendwann kommt ein Cut, dann ist so eine Konferenz da, wo quasi alle Überlebenden, also alle Zeugen des Vorfalls, einmal vor so einem Kongress vorsprechen müssen. Eigentlich sau interessant und du verstehst kein Wort, weil das alles auf Japanisch ist. Die englische Variante wäre, meine ich, auch geschnitten. Das können mir jetzt mal die Experten von euch in die Kommentare reinschreiben. Wird dann auch ganz oben angepinnt, weil das ist wirklich für mich sehr interessant. Gibt es diesen Film auch komplett im Uncut oder mindestens im Original-Japanischen mit englischem Untertitel komplett? Das wäre so eine Sache, wo ich auch sagen würde, der Film lohnt sich wohl am meisten auf Japanisch, optimalerweise mit deutschem Untertitel, mit englischem wäre das auch noch vollkommen cool. Ich habe mir allerdings die Mühe gemacht und habe mir, naja, den gesamten Text nochmal runtergeladen und eben dann geguckt, was da in diesen Szenen jetzt erzählt wurde. Deswegen kann ich da einfach jetzt auch mal drüber reden. Und ich mag das ja. Ich mag ja, gerade auch in diesen Godzilla-Filmen, wenn es immer heißt, da ist eigentlich keine Story und nichts dahinter. Shin Godzilla lässt grüßen, wenn etwas passiert, in diesem Fall eben ein Godzilla taucht auf und da passieren eben ganz viele komische Sachen. Es wird von einem Mythos erzählt, es sind radioaktive Quellen gesichtet worden und der Godzilla wurde auch zum allerersten Mal gesehen. Das heißt, wir haben dann auch den Kopf von Godzilla erstmal gesehen. Da wurden Fotos von dem Tier gemacht und dann eben auch vorgestellt. Und dieser gesamte Kongress will dann eben wissen von den Überlebenden, was da jetzt wirklich passiert ist. Die Kongressszene passiert aber noch, bevor man Godzilla zum allerersten Mal sieht. Da ist das eben noch relativ geheim. Und da wird dann einfach für den Film relativ wichtig, weil wenn man den Film damals zum ersten Mal gesehen hat,
dann wird Godzilla hiermit eben sehr gut aufgebaut, weil da wird dann nämlich so ein bisschen auch erklärt, was alles da passiert ist und ja, so die Eindrücke der verschiedenen Personen, die dann eben aber auch verschiedene Eindrücke von der Situation hatten, wie es eben auch in echt gewesen ist. So durch dieses ganze Trauma, was du eben davon bekommen hast, sind dann die Aussagen zum Teil, ich sag mal, anders gewichtlich dramatisch, wenn ihr wisst, wie ich meine. Das fand ich auch sehr interessant, macht die Menschen hier auf jeden Fall sehr viel menschlicher auch. Und da können wir doch gleich mal bei den menschlichen Charakteren hier bleiben, bevor wir dann jetzt eben zum großen Part des Films kommen, sage ich jetzt mal. Da habe ich nämlich einiges dazu zu sagen. Die menschlichen Figuren hier, ich habe mir keine Namen gemerkt, außer Serizawa. Das ist wirklich der einzige, den ich mir gemerkt habe. Die Menschen hier sind ähnlich eingebaut in die ganze Geschichte wie Godzilla Minus One. Ich will nicht sagen, genauso gut. Ich will nicht sagen, dass das wirklich auf demselben Level ist, diese Geschichte, weil Godzilla Minus One hat das ja quasi so gemacht, dass wir einmal eine Geschichte hatten, einer Familie, die sich selber zu einer Familie zusammenfinden musste in der Nachkriegszeit und eben überleben musste, sich etwas aufbauen musste, während aber Godzilla irgendwo anders wütet. Das Ganze ist jetzt hier nicht genauso aufgebaut, denn diese beiden Hauptfiguren, einmal ein Mann und seine Freundin, die werden immer irgendwie in diese Geschichte mit reingezogen und hier und da, wie gesagt, der Film ist schon sehr, sehr alt. Hier und da wird dann die Geschichte der beiden auch dann schon mal ein bisschen erweitert. Das Ganze passiert relativ rasch. Zum Beispiel bekommt dann irgendwann die Frau, also die Hauptprotagonistin in der Geschichte, dann auch einen Bruder beigedichtet, nämlich Mr. Serizawa. Und ich dachte mir zuerst, ah, okay, die beiden sind also jetzt Geschwister. Und dann wird einfach nur ganz kurz mal erklärt, nee, die sind keine Geschwister, die haben im Krieg aber irgendwie, haben die zusammen überlebt. Und Serizawa hat da ein Auge verloren. Und deswegen ist er für sie wie ein Bruder. Und das wird so relativ schnell einfach in die Kamera gesagt, dass du noch irgendwie eine Backstory hast. Und da dachte ich mir auch, da hätte man vielleicht ein bisschen cleverer das Ganze so einbauen können, als irgendwie jetzt das kurz in die Kamera reinzuschwätzen und dann ist wieder gut. Auf jeden Fall spielen die mitunter eine unfassbar wichtige Rolle. Denn Serizawa in der gesamten Geschichte ist so ein bisschen der Oppenheimer des Godzilla-Universums. Serizawa hat sich nach dem Krieg komplett zurückgezogen, ist total traumatisiert, nur negativ eingestellt, spricht auch mit keinem mehr. Und so geht's hier ein paar Menschen, also auch dem Vater von der Protagonistin, dem geht's ähnlich. Der hockt dann irgendwann einfach in einem dunklen Raum und ist total zurückgezogen und du merkst einfach, okay, diese Kriegsleiden, die lasten immer noch an den Leuten. Und ja, ihr merkt schon langsam, warum ich gleich nochmal auf das Thema zu sprechen komme, ob Minus One nicht doch einfach nur ein faules Remake von Teil 1 ist. Dieses Grundgerüst kennen wir schon irgendwoher, aber wartet da mal ab bis zum Ende, dazu kommen wir eben noch. Serizawa erschafft auf jeden Fall eine Waffe und diese Waffe soll mächtiger werden als die Atombombe selbst. Oder ob sie es wirklich sollte, das wird eigentlich nie gesagt. Serizawa hat auf jeden Fall eine Waffe erschaffen, die an sich mächtiger ist als die Atombombe selbst, den sogenannten Oxygen Destroyer oder wie er noch hier genannt wird, der Oxygenzerstörer im Deutschen. Eine Waffe, die wir ebenfalls aus Godzilla King of the Monsters kennen. Die Waffe, die Godzilla eigentlich auch da niedergerichtet hat und getötet hat, ist ebenfalls eine Anleihe an diesen allerersten Godzilla-Film. Und zwar ist diese Waffe so gefährlich, weil sie in der gesamten Reichweite, die sie eben erfassen kann, aus allem, was existiert, den Sauerstoff herauszieht. Das heißt, wenn diese Waffe gezündet wird, ist da, wo eben die Reichweite dieser Waffe ist, kein Leben mehr möglich. Das ist die absolute Todeswaffe, die eben jedes Leben komplett zerstören kann. Und darauf geht Serizawa auch so ein bisschen ein, weil er dann auch selber sagt, okay, ja, die Waffe könnte auf der einen Seite irgendwie helfen, diesen Godzilla zu vernichten, aber auf der anderen Seite könnte sie auch die Welt vernichten und du weißt halt nicht, was passiert, wenn diese Waffe in die falschen Hände kommt. Und dann wird ebenfalls noch darauf eingegangen, wenn er doch aber so eine Angst vor der Waffe hat, warum will er dann andauernd weitermachen? Wieso hört er nicht einfach auf? Und die Antwort darauf ist eben, dass er einfach nicht kann. Er ist wie fasziniert von dieser Idee, von dieser Macht, die er nun entwickelt hat, dass er auf der einen Seite ganz genau weiß, dass das alles extrem nach hinten losgehen kann und auf der anderen Seite sich aber denkt, ey, aber trotz allem können wir doch diese wissenschaftliche Erkenntnis nicht einfach so wegschmeißen. Das ist dieser Zwiespalt. Das ist, wie gesagt, das ist der Oppenheimer des Godzilla-Universums. Und du kannst die Beweggründe dieses Mannes einfach nachvollziehen. Und während er allerdings immer wieder abstreitet, diese Waffe zu benutzen, egal was Godzilla macht, merkst du als Zuschauer schon, der Film wird jetzt langsam in eine Richtung gelenkt, wo etwas passieren muss,
dass Serizawa doch noch sagt, okay, wir zünden diese Waffe. Das wird relativ offensichtlich aufgebaut, aber trotz allem ist das wirklich ein relativ guter Aufbau, obwohl man das irgendwie kommen sieht. Denn man weiß jetzt, alles klar, es kracht hier nochmal ordentlich. Und genau das passiert dann auch. Wir kommen jetzt zum großen Teil, zu dem Teil, wo ich wirklich sagen muss, spätestens da hatte mich der Film komplett gecatcht. Erstmal muss ich dazu sagen, bevor wir da jetzt reinrutschen, Godzilla ist hier erneut nicht das böse Monster. Godzilla macht nichts, was aus reiner Boshaft passiert. Das merkt man, wenn man diesen Film wirklich aufmerksam verfolgt. Also Godzilla taucht erstmal aus dem Wasser auf und das ja auch nur aufgrund dessen, dass die Menschen eben Atombomben ins Wasser schießen. Deswegen ist Godzilla übrigens auch atomar verseucht und überall, wo der langläuft, der lässt ja diese atomare Seuchenspur, weil die Partikel, dieser atomare Staub, dieser atomare Müll wieder runter ins Wasser gesegelt ist und eben auf Godzilla haften geblieben ist. Das heißt sogar, der Teil, dass Godzilla eben radioaktiv verseucht ist, sogar da sind wir Menschen wieder mit dran schuld. Und Godzilla taucht beim allerersten Mal auch nur aus dem Wasser heraus auf und läuft eigentlich übers Land. Dabei macht er natürlich sehr viel kaputt, aber er greift nicht einfach willkürlich an. Dann sehen wir sogar noch mal ganz kurz eine Szene, wo so ein Yacht, und nicht keine Yacht, das ist ein Kreuzfahrtschiff, wo dann so ein paar Urlauber drauf sind und trinken da irgendwie ihren Sekt oder irgendwas und spielen da irgendwelche Schachspiele. Und dann sehen wir, wie Godzillas Kopf aus dem Wasser rauskommt, nahezu vor dem Schiff. Also die Leute auf dem Schiff sehen auch Godzilla selber und er macht einfach nichts. Er taucht wieder ab und ist dann erstmal wieder weg. Und da merkst du, okay, Godzilla verhält sich hier erneut wie ein Tier. Und ich sag das jetzt gerade so sensationell, weil auch da wurde mir schon mal geschrieben, naja, dass Godzilla jetzt aber hier den Menschen hilft, das kann man überhaupt nicht nachvollziehen, weil Godzillas Wurzel war doch immer, dass der ein radikales Monster ist. Das habe ich jetzt schon öfter gelesen. Das ist auch Bullshit. Hier ist er mehr Tier als im Monsterverse selber. Und das sehen wir genau dann, als jetzt die Katastrophe wirklich in vollem Gange ist oder erstmal in Gange kommt. Es wird noch ganz kurz adressiert, dass man einem Tier wie Godzilla nicht ins Gesicht leuchten soll. Das hört sich jetzt relativ witzig an, aber der Hintergrund dabei ist eben einfach, dass der Vater unserer Protagonistin eben davor warnt, mit irgendwelchen Blitzgewittern oder auch Waffen oder auch Lichtern auf das Tier zu lenken, weil das den Godzilla eben noch wesentlich aggressiver machen könnte. Ja, das gibt es auch wirklich, dass man Tieren nicht unbedingt ins Gesicht leuchten sollte mit irgendwas, aber hier wird es dann eben wirklich so dargestellt, okay, so eine Gremlins-Regel. Es gibt so eine einzige Regel in diesem Fall, leuchte das Tier nicht an. Das Militär allerdings ignoriert die ganze Nummer oder passt da gar nicht so wirklich drauf auf, was da von dem einen Mann gesagt wird, weil die jetzt eben anfangen, bestimmte Bereiche von Tokio zu evakuieren und dann ihre Soldaten und ihre Armeen da positionieren. Ebenfalls kommen sie auf die Idee, dem Godzilla eine Falle zu stellen, indem sie quasi so ganz viele Strommasten aneinander gebunden haben, und dann darauf warten, bis Godzilla nah genug an den Strommasten dran ist und dann eben alle anschalten, damit er einen elektrischen Schlag bekommt und er dadurch eventuell stirbt. An der Küste werden natürlich aber auch Flutscheinwerfer angebracht, damit die Soldaten auch sehen können, auf was sie jetzt gleich schießen müssen. Und jetzt kann man wirklich so wirklich krass nachvollziehen, dass Godzilla jetzt langsam von diesem fast schon neugierigen Tier, der eigentlich immer nur an die Oberfläche gekommen ist, um irgendwie schon fast zu gucken, was da oben gerade los ist, jetzt wirklich aggressiv wird. Ihm wird zum einen mit diesen Flutscheinwerfern ins Gesicht geleuchtet. Ja, wie gesagt, hört sich immer noch sehr lustig an. Zum anderen läuft er daraufhin aber auch in das Stromnetzwerk rein, bekommt von allen Seiten elektrische Schläge ab und wird dann noch vom Militär beschossen. Die Reaktion darauf ist logischerweise, naja, man könnte schon wirklich sagen, eine Art von Selbstverteidigung und mitunter den coolsten Atomic Breath, ohne Scheiß, den ich bisher gesehen habe. Und ja, in einem Film von 54, in Schwarz-Weiß. Das hier ist übrigens auch der Ursprung von, jetzt kommen wir sogar zu Godzilla Kong, also zum neuen Godzilla X-Kong-Film mit dem Heat Ray Breath, den ja unser lieber Godzilla Evolved hier drauf haben wird. Diese Idee kommt vom allerersten Godzilla-Film. Hier ist der Atomic Breath noch kein Atomic Breath. Hier ist das Ganze ein Hitzestrahl. Und das sieht man auch. Godzilla schießt quasi wie so eine Hitzewelle aus dem Maul. Und alles, was damit in Berührung kommt, fängt einfach an zu schmelzen. Und das haben sie hier wirklich ganz cool dargestellt. Und ich meine, ja, sie arbeiten in dem Film natürlich auch sehr viel mit Modellen. Das heißt, du siehst auf der einen Seite dann irgendwie, wie Godzilla so
auf ein Haus zuläuft und dann gibt es einen Cut und dann wollten die halt das echte Haus nicht zerstören. Und dann hast du da halt einfach mal so ein Häuschen da aus Pappe stehen und das fängt dann irgendwie an zu brennen. Das sieht natürlich sehr witzig aus, aber im Endeffekt hat das schon eine ziemlich krasse Wirkung. Und wir sehen zuerst, wie Godzilla damit diese Strommasten zum Schmelzen bringt. Dann sehen wir, wie er damit Häuser entzündet. Und dann sehen wir noch irgendwann eine Gruppe von Menschen, die sich vor Godzilla versteckt und auch die Hände so hoch nimmt. Und Godzilla schießt diesen Hitzestrahl auf diese Leute zu. Und ich habe mir die Szene jetzt ein paar Mal angeschaut. Ich meine, man schneidet genau dann in dem Augenblick weg, wo die Menschen wirklich langsam so anfangen, Feuer zu fangen. Beziehungsweise gehen die Klamotten zum Teil so auf. Und da habe ich mich auch kurz gefragt, gibt es da eine Uncut-Variante, die das noch zeigt? Also gibt es da eine brutalere Variante? Ich werde mich mit dem Thema Godzilla 1 jetzt hier auch ein bisschen mehr beschäftigen auf dem Kanal. Da werden noch ein paar Videos dazu kommen. Das heißt, ich werde dann da auf jeden Fall, wenn es gelöschte Szenen gibt, da auch noch drauf eingehen. Und ja, der Heatray Breath sieht natürlich vom rein optischen her nicht so pompös und gewaltig aus wie jetzt ein Godzilla aus Godzilla Minus One oder auch nicht wie ein Godzilla Evolved oder ähnliches. Aber die Wirkung hierbei ist einfach so wirklich, wirklich fies. Weil es eben nicht einfach so ein plumper Laserstrahl ist, der aus dem Maul geballert wird. Es ist mehr wie so, es sieht schon fast aus wie so ein Gas, das da rauskommt, was aber einfach nur diesen Hitzestrahl darstellen soll. Und der ist eben so unberechenbar. Also da fangen dann auch wirklich einfach an, so Häuser rechts und links von Godzilla weg, so Flammen zu fangen, weil du eben diese Hitzewelle ja auch nicht richtig siehst, was sie auch noch so gefährlich macht. Das hat mir unfassbar gut gefallen, dass dieser Hitzestrahl hier eben zum einen auch wirklich als Hitzestrahl bezeichnet wird. Da musste ich gleich wieder an Heat Ray Blast denken. Und zum einen eben die Auswirkungen von diesem Strahl, die jetzt nicht überdimensional waren. Ich meine, ich mag Shin Godzilla. Mal ganz ehrlich, es war vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten. Das hier ist auf jeden Fall subtiler und trotz allem ziemlich geil gelöst. Wir bekommen jetzt also hier wirklich ein Schlachtfest an Gewalt zu sehen, auch an bestimmten Szenen erneut, die uns sehr stark an Minus One erinnern. Ich meine, wer Godzilla Minus One gesehen hat, klitzekleiner Spoiler für die, die es nicht getan haben. Es gibt eine Szene, wo wir diesen Uhrenturm sehen in Godzilla Minus One. Die gibt es auch hier im Original-Godzilla-Film und daneben ist so ein leicht abgerundetes Gebäude, da stehen Journalisten drauf, in Godzilla Minus One, und berichten eben dann live im Radio darüber, was sie jetzt gerade sehen. Dieses Gebäude wird dann aber auch von Godzilla zerstört und die Reporter sterben. Das passiert nahezu 1:1 im Originalfilm, nur dass die Reporter eben hier nicht auf dem abgerundeten Gebäude stehen, obwohl es hier auch vorhanden ist, sondern eben auf so einem großen Fernsehmast oder was das sein sollte. Und auch der wird dann eben von Godzilla zerstört und die Reporter sterben. Auch die Zugszene aus Godzilla Minus One ist definitiv inspiriert von diesem Original-Godzilla-Film. Denn auch hier haben wir ebenfalls die Szene mit dem Zug und sogar einen einzigen Shot, der, wenn man sie nebeneinander hält, 1:1 derselbe ist wie in Godzilla Minus One. Ich werde es hier in dem Video wahrscheinlich jetzt eher weniger zeigen können, da der Film noch nicht offiziell draußen ist. Vielleicht gibt es die Szene aber auch in irgendeinem offiziellen Clip oder in irgendeinem Trailer. Kann ich es dir vielleicht mal ganz kurz zeigen. Wenn das eben nicht geht, werde ich euch hier auf jeden Fall mal die Szene einblenden aus dem Original-Godzilla-Film. Und die Godzilla Minus One gesehen haben, die werden jetzt wissen, was ich meine. Wir haben jetzt also hier eine wirklich schöne Story aufgebaut. Wir haben einen Mythos aufgebaut. Wir haben Figuren, menschliche Charaktere, die uns nicht egal sind, und jetzt trotz allem noch ein Monster, krach, krach, bum, bum. Das ist die Wurzel von Godzilla. Und jetzt kommen wir zu dem Part, da habe ich mir wirklich gedacht, okay, dafür muss man diesen Film eigentlich in Schwarz-Weiß gucken. Nachdem Godzilla fertig gewütet hatte, sehen wir Bilder, die du wirklich so hättest in Dokumentationen aus dem Zweiten Weltkrieg einfügen können. Die sehen 1:1 so aus, als stammen die aus der damaligen Zeit. Und ich habe sogar mal nachgeschaut gehabt, ob die wirklich Weltkriegsbilder aus Dokus oder sowas genommen haben. Nee, das haben die alles so abgedreht und es wirkt einfach dadurch so seltsam realistisch. Wenn man weiß, dass der gesamte Film eine riesige Metapher vor der Angst vor Atomwaffen, vor Krieg sein soll. Und dann haben wir eben gerade quasi den Angriff von Godzilla auf Tokio gesehen, was eben den Krieg symbolisiert, und haben dann jetzt ganz kurz die Zeit, die eben nach dieser Schlacht spielt. Und da sehen wir einfach ganz viele Dinge, wie gesagt, in Schwarz-Weiß, also das wirkt unglaublich echt, wo wir dann eben sehen, wie Leichen abtransportiert werden, wie Verletzte in
noch überbliebene Häuser und Gebäude gebracht werden. Wir sehen tote Frauen, wir sehen tote Kinder. Es gibt eine Stelle, wo eine Frau ihre Kinder in den Arm nimmt, ein Godzilla taucht plötzlich auf und du siehst plötzlich, wie das Bild immer heller wird und du weißt, der hat die einfach eben gerade verbrannt. Der hat eben gerade den Atomic, den Hitzestrahl auf die abgefeuert. Und dann sehen wir dann, wie die Kinder auch anfangen zu weinen, weil die Eltern tot sind. Das ist wirklich harter Tobak, finde ich. Also da habe ich mir wirklich gedacht, okay, das ist schon krass, dass das so emotional jetzt auf einmal noch wird. Und dann sehen wir auch, wie die überlebenden Kinder so zusammengepfercht werden und voneinander getrennt werden, weil dann laufen wieder Leute mit diesen Geigerzählern rum und wollen eben gucken, ob hier Radioaktivität vorherrscht. Er geht zu diesen Kindern hin und das Ding schlägt komplett an und du weißt, die Kinder sind radioaktiv verseucht. Da ist eigentlich Feierabend jetzt. Das ist wirklich eine krasse Szene. Und dann denkst du dir irgendwie, okay, das ist jetzt der Grund, warum Serizawa jetzt einschreiten muss. Und das ist dann auch wirklich der Grund, warum Serizawa sagt, okay, ich mach's. Diese Waffe wird jetzt benutzt, aber ich werde diese Waffe zünden. Das heißt, der Oxygen Destroyer wird dann an Bord eines Schiffes gebracht und sie suchen Godzilla. Ja, sie wollen Godzilla im Wasser mit dem Oxygen Destroyer vernichten. Und auch hier wird man jetzt vielleicht wieder denken, das erinnert mich auch ein bisschen an Godzilla Minus One. Tatsächlich ja. Die Waffe aus Godzilla Minus One zum Schluss basiert nicht nur lose, sondern sehr stark auf dem Oxygen Destroyer. Nur ist die Waffe in Godzilla Minus One wissenschaftlich akkurater, wenn du im Wasser unten den Sauerstoff entziehst. In dem Film jetzt hier, im Original-Godzilla-Film, fangen dann plötzlich an, alle Fische zu Skeletten zu werden. Da brennt dann aus irgendeinem Grund auch die Haut weg und ja, also ganz komische Phänomene sieht man dann eben. Godzilla Minus One macht das Ganze ein bisschen realistischer, denn wenn du eben diese Blasen dann nach oben lässt, wo der Sauerstoff entzogen wird, dann sinkt auch die Masse an Wasser, was dann eben dazu führt, dass alles, was sich an der Oberfläche befindet, nach unten sinkt. Das machen sie auch dann in Godzilla Minus One. Aber an sich ist das, wie gesagt, dieselbe Waffe wie auch in Godzilla Minus One, nur hat sie eben hier eine akkuratere Funktion als noch im Original. Im Original fährt jetzt also dann die gesamte Menschencrew mit Serizawa an Bord in den Ozean. Sie versuchen, Godzilla auszumachen und auch hier nimmt man sich so ein bisschen Zeit zu erklären, woher die eigentlich wissen, wo Godzilla ist. Wir sehen dann ja wirklich, wenn man damals eben noch keine Tracker hatte oder noch keine Infrarotwellen, die man aussenden konnte, dass die Leute an Bord mit diesen Messgeräten für die atomare Strahlung, die halten die so ins Wasser runter und gucken halt, wie stark ist die, um herauszufinden, wo Godzilla langgeschwommen ist. Finde ich irgendwie auch eine sehr, sehr coole Sache, dass man das mal so sieht, wie das Ganze dann hätte früher ablaufen müssen. Deswegen sind Filme von früher auch meistens spannender, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, heutzutage wäre das wieder einfach so, ja, wir haben einen Satellit im Weltall, der sieht jetzt, wo Godzilla ist, komm, wir schießen eine Bombe drauf. Ich finde so Filme, die in einer Zeit spielen, wo du noch wesentlich begrenzter in Sachen Technik warst, meistens viel interessanter. Deswegen ist wahrscheinlich auch Jurassic Park so ein bisschen interessanter, weil da eben noch nicht diese krasse Technik vorgeherrscht hat. Naja, egal. Auf jeden Fall sehen wir jetzt eben, wie Serizawa heruntertaucht. Und eigentlich soll er zusammen mit dem Freund unserer Protagonistin nach unten tauchen. Aber Serizawa sagt, nee, ich mach das alleine. Er allerdings sagt dann, ich komme trotzdem mit, weil sie können ja nicht tauchen. Da gibt es so eine kurze Diskussion. Und am Ende tauchen sie dann eben doch beide nach unten. Unter Wasser, also ganz unten am Grund angekommen, finden sie auch dann schließlich Godzilla. Und Serizawa macht etwas, das habe ich nicht ganz verstanden. Da ist das Schwarz-Weiß dann wieder ein bisschen im Weg gewesen, sage ich jetzt mal. Weil eben auch die ganzen Blasen und Blubbel und Unterwassereffekte. Irgendwas macht Serizawa auf jeden Fall, dass der Freund von unserer Protagonistin wieder nach oben treibt, um ihn quasi zu retten. Denn Serizawa sagt kurz darauf hin, er wird die Bombe jetzt hier zünden, wird aber nicht mehr mit nach oben kommen. Und ich dachte mir kurz, okay, er hat so einen Behälter in der Hand und den muss er wahrscheinlich auseinanderziehen. Das heißt, er hat gar keine Chance zu flüchten. Und er macht das dann eben auch. Er nimmt den Behälter, zieht ihn auseinander und der Oxygen Destroyer fliegt erst noch auf den Boden hin, bekommt dann so Risse und dann kommen diese Blasen da raus, die wir eben auch schon mal gesehen haben, als er die Waffe seiner Schwester vorgeführt hat. In so einem kleinen Aquarium, wo dann eben alle Fische gestorben sind. Und du kannst auf die Uhr gucken und ich denke mir so, warum flieht er jetzt nicht? Er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Er ist immer noch da. Und dann sagt Serizawa einfach, ja, ich hoffe, dass der Freund von ihr mit seiner Schwester, dass ihr glücklich werdet und schneidet sich so hinten an seinem Anzug so das Seil durch, dass er eben nicht mehr nach oben gebracht werden kann. Und wir warten.
Und ich denke mir, ey, sogar Godzilla hätte eigentlich längst weglaufen können. Der ist aber auch noch da. Und dann passiert's eben erst. Und ich habe nicht verstanden, warum Serizawa sich jetzt hier geopfert hat. Das wird dann auch später immer wieder gesagt, er ist ein Held, er hat sich jetzt hier geopfert. Und ich habe mir gedacht, der hat sich gerade nicht geopfert. Der hat doch gerade ganz bewusst, ohne Grund, Selbstmord begangen. Auch da kann man jetzt wieder Sachen reininterpretieren, aber für mich war das irgendwie so ein Ding gewesen, aufgrund dessen, dass er immer wieder gesagt hat, ey, ich will meine Waffe nicht einsetzen. Weil wenn die einmal eingesetzt wird, dann hat die Regierung die auf dem Schirm. Und dann wird diese Waffe sehr wahrscheinlich dann ebenfalls öfter produziert werden. Und ich habe mir am Ende so gedacht, hat er sich jetzt selbst umgebracht, weil er keinen Bock hatte oder mit der Schuld nicht klarkommen konnte, diese Waffe erschaffen zu haben? Also rein als Opfer. Wenn das der Grund war, dann war das nicht gut rübergebracht. Weil er hätte sich hier nicht opfern müssen. Er hätte locker die Zeit gehabt, sich wieder nach oben ziehen zu lassen oder zumindest woanders hinzuschauen. Der wäre auf jeden Fall da weggekommen. Deswegen für mich sah es so aus, als hätte Serizawa, der generell schon andauernd sehr hoffnungslos war, der vom Krieg einfach gebrochen war, der halt jetzt gesagt hat, alles klar, ich mache jetzt hier quasi Godzilla platt, aber ich habe danach auch keinen Bock mehr weiterzuleben. Das kam mir irgendwie so rüber. Und dann sehen wir auch hier, wie Godzilla dann versucht, nach oben zu schwimmen und durch die Blasen wieder nach unten kommen. Ja, Godzilla Minus One, wir wissen. Darauf komme ich gleich nochmal ausführlicher zu sprechen. Und dann bekommen wir einen Cut und wir sehen auch, wie Godzillas Haut sich dann eben auflöst und dann noch ein Skelett ist und dieser Effekt halt, den der Oxygenzerstörer hier noch hatte. Ja, Godzilla stirbt im allerersten Godzilla-Film. Und das ist eigentlich relativ wichtig, sich mal vor Augen zu führen. Denn wir sprechen die nächsten Tage auch noch über Godzilla Raids Again und danach über King Kong gegen Godzilla. Das ist quasi so eine Trilogie, die hängt direkt aneinander. Und die Toho-Filme, ihr habt mir das zwar auch mal erklärt, die haben wohl immer wieder mal so Filme, die Referenzen aufeinander sind oder die dann doch zeigen, dass da eigentlich schon ein Universum besteht. Aber die allerersten drei Godzilla-Filme, die hängen dann doch relativ chronologisch aneinander. Das heißt, Teil 1, Teil 2 und Teil 3 kannst du so am Stück durchgucken. Und das passt dann irgendwie schon. Jetzt werdet ihr euch aber fragen, aber wenn Godzilla doch jetzt hier gestorben ist, ist offensichtlich ein Skelett, der war weg, da war nur noch also nichts mehr übrig gewesen. Sogar das Skelett löst sich noch auf, das sehen wir auch noch. Wie kann er dann wiederkommen? Warum ist Godzilla wieder am Start in Godzilla Raids Again? Darüber sprechen wir dann auf jeden Fall in der Kritik zum zweiten Film. Jetzt gehen wir aber nochmal ganz kurz auf die Frage ein, ist denn jetzt wirklich Godzilla Minus One einfach nur ein faules Remake vom ersten Teil? Und ich muss sagen, nein, ist es nicht. Ich habe mir hier und da immer wieder diese Szenen vor Augen geführt. Und diese Szenen fallen dir auf, wenn du Godzilla Minus One gesehen hast und danach diesen Film guckst. Oder eben andersrum. Dann wirst du diese ganzen Referenzen sehen. Allerdings ist die Grundgeschichte dann doch etwas anders. Das heißt, ein Remake wäre ja nochmal exakt dieselbe Geschichte, nur eben neu aufgelegt. Was wir mit Godzilla Minus One haben, ist tatsächlich ein unfassbar gut umgesetztes Reboot der gesamten Reihe. Wir haben erneut diese Minus One-Thematik, dieses Japan ist eigentlich am Ende angekommen und dann taucht Godzilla auf. Das ist in Minus One besser rübergebracht, aber auch im allerersten Godzilla spielt es eben einfach eine Rolle, dass wir in einer Nachkriegszeit sind und dann erst Godzilla auftaucht. Das wird hier zum Teil durch Aussagen der Figuren eher dargestellt. Während es ja in Godzilla Minus One wirklich eine riesige Rolle gespielt hat. Die Szenen in Godzilla Minus One, die wirklich Referenzen an den allerersten Godzilla-Film sind, die wurden in eine komplett neue Geschichte verpackt. Diesmal haben wir die Geschichte hier einer neuen Familie, die zusammenfinden muss, eben in einer Nachkriegszeit, die von einem Saboteur, von einem Kamikaze-Saboteur, der eben sich nicht getraut hat, sich selbst umzubringen für sein Land, ne, für seinen Kaiser, wird glaube ich sogar auch noch gesagt. Das ist eine sehr intensive Story. Während hier in dieser Geschichte, im allerersten Godzilla-Film, da wird wirklich simuliert oder in eine Metapher gepackt und simuliert, wie grausam diese ganzen Kriege einfach waren. Wir haben die Thematiken Traumata, wir haben die Thematiken auch Liebe, die sich während des Krieges gefunden hat. Ich meine, unsere Protagonistin hat nicht nur ihren Freund gefunden, sondern eben auch ihren Bruder, nämlich Serizawa. Da hätte ich mir halt gewünscht, dass man vielleicht nochmal erfährt, was die beiden durchgemacht haben, dass die jetzt wirklich Bruder und Schwester sind und sich halt vorher irgendwie nicht kannten. Bin nochmal sehr interessant dabei dann da zu wissen. Aber es sind doch an sich komplett andere Strukturen bei beiden Filmen, die aber trotz allem eine Sache rüberbringen wollen, nämlich wie grausam und widerlich und vor allem auch sinnlos Kriege sind. Der Original-Godzilla-Film endet dann übrigens auch mit dem Satz,
Wir müssen jetzt eben nur aufpassen, dass jetzt, wo Godzilla besiegt ist, nicht der Oxygenzerstörer die nächste große Bedrohung wird. Das ist eine verdammt gute Aussage einfach. Das ist dieses ganze Wettrüsten, was wir auch in unserer heutigen Zeit haben. Die Atombombe ist jetzt ziemlich krass. Wie wäre es mit der Wasserstoffbombe? Was wir nicht sonst noch alles für einen Scheiß wahrscheinlich heutzutage haben, der die gesamte Welt mit einem Knopfdruck vernichten könnte. Ich muss wirklich sagen, ey, ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt, aber dieser Godzilla-Film, das hier ist die Wurzel von Godzilla. Das ist der allererste Godzilla-Film, den es jemals gegeben hat. Der ist nicht nur Monsterkloppe und Bum Bum. Der hat eine Story zu erzählen. Der hat dir als Zuschauer eine Message zu erzählen. Der hat ein wirklich intensives Grundgerüst und geht sogar noch auf die Vergangenheit ein und erklärt sogar noch unter der Blume durch, dass die Vergangenheit so eigentlich nicht wiederholt werden darf. Ich bleib dabei. Das ist für mich, ist Godzilla 54 wirklich ein Meisterwerk. Man muss Abstriche machen. Ihr müsst das Schwarz-Weiß-Ding irgendwie abkönnen, wenn ihr das überhaupt nicht mögt. Schlechte Karten, ihr müsst hier und da ein paar Effekte verkraften, aber die sind wie gesagt ganz gut kaschiert durch das Schwarz-Weiß eben. Und was den Ton angeht, da muss ich gerade nochmal drauf eingehen, der Ton gerade im Deutschen ist sehr monoton gehalten. Das heißt, ihr seht, wie die Figuren zum Teil, also die Schauspieler zum Teil schauspielen und dann irgendwelche krassen Gestiken und Mimiken machen, die deutsche Stimme einfach nur sagt, naja, vielleicht sollten wir gucken, ich habe Angst, dass wir etwas... Das ist also alles sehr monoton gehalten und auch die, die Schritte von Godzilla heben sich jetzt nicht vom gesamten Rest ab. Das hat mich so ein bisschen, oder ist mir aufgefallen, gestört würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber lasst uns eins mal festhalten, das ist ganz wichtig. Egal wie wir zu Godzilla Kong stehen, ich weiß, dass sehr viele von euch da draußen harte Toro-Fans sind, die sagen, ey, dieses Hollywood-Monsterverse-Ding, ich will diesen Scheiß nicht sehen. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, aber lasst uns mal eins festhalten. Wir haben jetzt ein Monsterverse, das startet. Wir haben jetzt die offizielle Bestätigung bekommen, dass die Macher von Godzilla Minus One an einem Prequel arbeiten. Wir bekommen jetzt eine Zeit, wo sich das Godzilla-Universum wirklich, beweisen muss. Sollten diese beiden Projekte, die Toho-Filme und die Hollywood-Filme, beide wirklich einen guten Erfolg hinlegen, steigt unsere Chance umso mehr, dass wir eines Tages, und ich weiß, da gibt es tierisch viele rechtliche Probleme, aber sagt niemals nie, eines Tages eine gewaltige Box bekommen mit allen Toho-Filmen, vielleicht sogar nochmal im Ton und im Bild überarbeitet. Das kann wirklich passieren und gerade dieser Film braucht das dann doch ein bisschen dringender. Deswegen, egal wie negativ man zum Monsterverse eingestellt ist, lasst uns da wirklich alle gemeinsam sagen, dass wir, ihr müsst den Film ja nicht mal gucken. Aber ihr könnt ja wenigstens mithoffen, dass der Film ein Riesenerfolg wird, denn ich würde das wirklich unfassbar gerne sehen. Ich hätte gerne wirklich eine Box oder erstmal nur den allerersten Godzilla-Film von mir aus nochmal neu überarbeitet, nochmal den Ton neu aufgelegt. Weil an die Godzilla-Filme von Toho kommt man ansonsten an alle. Wenn du alle haben willst, kommst du es nahezu unmöglich. Da kommst du unfassbar schwer ran. So, ich weiß gar nicht, wie lange diese Review jetzt gegangen ist. Wahrscheinlich zu lange. Aber gut. Wie gesagt, wir werden jetzt hier den Film noch ein bisschen mehr behandeln auf dem Kanal. Ich will hier noch auf ein paar Sachen eingehen. Deleted Scenes will ich nochmal mit euch besprechen. Und das werden wir dann eben auch mit dem zweiten Godzilla-Film machen. Und ja, die Jurassic World Camp Cretaceous-Reihe wird auch weitergehen. Das ist halt viel. Einfach viel zu viel an Content. Und naja, gut. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.